Ein guter Zahnersatz ist nicht billig. Warum das so ist, macht ein Blick hinter die Kulissen des Dentallabors Luckenwalde deutlich. Trotz aller technischen Fortschritte ist hier in weiten Teilen des Produktionsprozesses immer noch filigrane Handarbeit gefragt. Denn bei den eigenen Zähnen gibt es keinen Platz für Kompromisse, alles muss exakt passen. Deswegen hofft Geschäftsführer Sebastian Kaufmann, durch die Teilnahme am Preis der Wirtschaft auch seinen Beruf des Zahntechnikermeisters in einem neuen Licht präsentieren zu können. Ich würde natürlich gerne das haben, dass der Beruf des Zahntechnikers so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerät. Weil ich stelle ganz oft fest, wenn Patienten herkommen, dass der Zahntechniker an sich ist kaum bekannt und schon gar nicht, was er macht. Ja, viele Patienten denken wirklich, der Zahnarzt macht den Zahnersatz selber oder nimmt den aus dem Schubfach und hat ihn da schon so fertig, wundern sich hinterher über die hohe Rechnung vom Labor. Denn die Arbeit im Dentallabor Luckenwalde ist vielfältig und anspruchsvoll. Ob festsitzender oder herausnehmbarer Zahnersatz, ob aus Keramik oder Titan. Die Zahntechniker hier müssen einiges drauf haben. Also ganz wichtig natürlich ist Fingerfertigkeit. Ja, also derjenige, der Zahntechniker werden will oder der Zahntechniker ist, der muss ganz super mit seinen Händen umgehen können. Er muss Form verstehen können, Formen nachbilden können. Ja, wir müssen ja kopieren, wir müssen ja den Zahn von links nach rechts rüber kopieren im weitesten Sinn. Und das muss ich sehen als Zahntechniker und das muss ich ja dann auch umsetzen können mit meinen Händen. Besondere Herausforderungen für die Zahntechniker im Dentallabor Luckenwalde gibt es auch darüber hinaus. Das betrifft zum einen besonders schwere medizinische Fälle und die für gewöhnlich räumliche Distanz zum Patienten. Ja, besondere Herausforderungen sind natürlich, wenn die anatomischen Gegebenheiten komplett zerstört sind, wie es bei Tumorpatienten zum Beispiel der Fall ist. Das ist eigentlich so das Schwierigste an allem. Und dann haben wir als weitere Schwierigkeit, dass wir ja den Patienten selber meistens gar nicht hier haben. Also 80-90% der Fälle bearbeiten wir, ohne den Patienten jemals gesehen zu haben. Und wir können ja dem Patienten komplett ein neues Gesicht geben mit neuen Zähnen. Zumindest für das Dentallabor Luckenwalde gilt das allerdings auch nicht immer. 25 Zahnärzte aus der näheren Umgebung werden von hier derzeit mit Zahnimplantaten aller Art beliefert. Das ermöglicht je nach Situation auch mal einen direkten Austausch mit den Patienten. Dank der digitalen Technik bleibt dafür mittlerweile auch mal etwas mehr Zeit. Wir haben neue Materialien dazu bekommen, die wir nur digital verarbeiten können, aufgrund ihrer Eigenschaften. Und da hilft uns die Software, also viele Softwaren und viele CNC-Maschinen und 3D-Drucker helfen uns da, diese Materialien zu verarbeiten.